Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Willkommen zum Spieltag Nummer 26. Ein ganz, ganz wichtiger. Denn es geht im direkten Duell mit Werder Bremen um den 7. Tabellenplatz, den die Bremer momentan belegen. Und ich habe vor dem Spiel nochmal eben nachgeschaut. Hatte ich vergessen im letzten Part mit euch zusammen noch nachzuschauen. Der 7. Platz wird definitiv für die Europa League reichen. Denn die 4 Halbfinalisten im DFB-Pokal sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, der HSV und VfL Wolfsburg. Alle 4 stehen unter den ersten 6, was gleichzeitig schon bedeutet, dass eben dieser 7. Platz unser Saisonziel für das europäische Geschäft reichen würde. Deswegen heute ein ganz, ganz wichtiges, richtungsweisendes Spiel. Dieser 26. Spieltag. Bremen liegt momentan 3 Punkte vor uns. Sprich, wir können punktemäßig heute aufschließen. Und das ist unser großes Ziel. Und ich will sagen, ohne große Umschweife gehen wir in dieses wirklich richtungsweisende Bundesligaspiel. Spieltag 26, Mainz 05 mit unveränderter Startformation gegen den SV Werder Bremen. Nur auf der Bank habe ich zweimal ausgetauscht. Nico Bungert wieder mit auf der Bank. Und auch das erste Mal in der Rückrunde, Siebe Schriebers, den wir eigentlich verliehen wollten oder verleihen wollten, hat leider nicht geklappt. Heute bekommt er mal wieder seine Chance, denn was ich beim letzten Mal ebenfalls vergessen habe, wir haben einen neuen Monat, den Monat März, sprich Stärke-Update und so. Und Siebe Schriebers ist der einzige, der einen zusätzlichen Stärkepunkt erhalten hat, hat jetzt eine Gesamtstärke von 75 und wird Milik ersetzen. Ich muss mich nochmal für den letzten Part entschuldigen, nicht nur, dass ich die Sachen vergessen habe, sondern auch für das Spiel, die 0:3 Niederlage gegen Hannover. Was wir da die letzte Viertelstunde abgeliefert haben, war unter aller Kanone. Jetzt heißt es Wiedergutmachung hier zu Hause in der Kofas Arena. Und ich glaube, das gibt auch ein bisschen Hoffnung. Wir haben erst 2 Saisonspiele hier zu Hause verloren. Wenn nicht heute, wann dann? Das Hinspiel in Bremen übrigens spielten wir 1:1. Verlieren ist heute auf jeden Fall verboten. Ein Sieg natürlich sehr gerne gesehen. Es wäre so wichtig. Ich muss sagen, diese Vereinshymne Rot und Weiß gefällt mir immer mehr und mehr. Wir haben gerade nochmal die Tabelle kurz gesehen. 3 Punkte hinter den Bremern. Elia, bester Torschütze bei den Bremern. Auf den müssen wir aufpassen. Links im offensiven Mittelfeld. Nils Petersen, die einzige nominelle Spitze. Rot und Weiß, das sind unsere Trikotfarben heute. Und wir stoßen an, von links nach rechts. Im ersten Durchgang. Wir brauchen alle Unterstützung. Natürlich auch die unserer Fans. Der Wifi Schändler. Das vielleicht wichtigste Spiel der bisherigen Saison. Julian Koch. Lacazette. Gut gemacht von Lukimia. Also er verliert den Ball gleich wieder an Schändler. Neuaufbau über links. In Sankala. Bremen steht sehr dicht. In der Defensive gestaffelt. Keine Anspielstation für Koch. Deswegen mal der lange Ball. Und er kommt nicht schlecht für Timothy Schändler. Hat ein bisschen Glück gegen Fernando Gago. Schändler mit der Flanke, kommt nicht so schlecht. Aber ein Tick zu hoch und ein Tick zu weit für Della Fiore. Befreiungsschlag der Werderaner. Neuer Neuaufbau über in Sankala. Julian Koch. Guter Seitenwechsel auf Müller. Schändler sehr offensiv hier in der Anfangsphase, aber hier steht er im Abseits. Da macht Schmitz den Schritt nach draußen, der Bremer Linksverteidiger. Und stellt den US-Boy ins Abseits. Freistoß. Lukimir, der Ex-Düsseldorfer. Abgefangen von Dragovic. Fehler von Gago. Fehler von Lukimir. Lacazette. Oh, ah, damit habe ich nicht gerechnet, dass Müller da an den Ball kommt. Einwurf
Lukimia, Nordweit, der ehemalige Gladbacher, Lukas Schmitz, wieder Lukimia, Nagbe, der Mann aus den Liberia, mit dem guten Ball, aber gut weggedrängt. Jonathan Tagi, Nils Petersen und Olli Baumann hat so die Chance, an den Ball zu kommen. Übrigens sehr blöde Trikotfarbe unseres Torhüters, denn er sieht fast identisch aus mit den Bremer Trikots, kriegt zudem auch noch eine weiße Hose. Apropos Hose, Jogginghosenmann, Della Fiore, schickt Johannes Geis gegen Philipp Bergfriede, aber der verteidigt das souverän. Jetzt fast der Fehler, das ist der Fehler, doppelter Fehler, Bittencourt, Lacazette, und warum legt er sich denn hin? Hätte fast noch die zweite Chance bekommen, hätte er sich da beim Schuss nicht einfach hingelegt. Chandler, Fehlpass, Riesenchance, die erste in diesem Spiel, sie gehört dem Mainzer nach den Fehler, ich glaube von Sebastian Prödel war es. Nordweit mit Glück. Der Torschütze im Hinspiel übrigens gewesen zum 1:1. Wir können gegen Bremen bislang in diesem FIFA Let's Play nicht gewinnen, aber heute ist es so wichtig. Wer ist so wichtig? Bittencourt setzt sich durch, aber keiner in der Mitte. Nikolai Müller nochmal. Guter Einsatz von Lukas Schmitz, klärt so zum Einwurf. Wo ist der Ball? Der Capitano hat ihn. Der beste Vorbereiter der Bundesliga, Nikolai Müller. Flanke von Schändler, die ist gut. Della Fiore. Michael Rensing fliegt am Ball vorbei. Und was macht Lukimia denn da? Wow, wow, wow. Die Bremer stehen nicht so hundertprozentig in der Defensive. Aber jetzt kontern sie über Nagbe. Der Neuzugang aus der amerikanischen US-League. Harvard Nordweit. Das ist ein sehr guter Ball, aber sehr gut auch verteidigt von Tah gegen den starken Elia. Aber jetzt der Fehlpass. Darf nicht passieren. Nagbe, der ist schnell ausgelegt. Und ganz wichtig, dass Nsankala dieses Kopfballduell gewinnt. Erster Vorschuss der Bremer war das. Jetzt Konter. Super Zuspiel auf Lacazette. Alexandre Lacazette. Es ist nicht zu fassen. Es war ein überragendes Zuspiel. Rensing hätte niemals eine Chance gehabt. Aber der Ball zischt am rechten Torpfosten vorbei. Zweite hochkarätige Chance. Guter Einsatz von Johannes Geis. Und Lacazette startet schon wieder, aber diesmal im Abseits. Aber da kann auch nicht viel gefehlt haben. Oh, Mini. Oh. Man sagt ja im Zweifel für den Stürmer. Und das war doch eher gleiche Höhe. Erst kein Glück, dann wieder Pech. Aber Mainz ist voll drin. Sie kämpfen um den siebten Platz. Sie wollen ihn haben. In St. Kala. Ah, guter Einsatz von Bargfrede. Konter Chance. Baumann ist da. Macht er aber gut. Jonathan Tah. Dortmund geht gegen Leverkusen in Führung. Das ist gut für uns. Leverkusen knapp hinter uns platziert. Aber jetzt der Fehler von Müller. Holt ihn sich aber zurück. Geist kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Wieder Elia. Der quirlige Niederländer. Jetzt stehen wir uns da wieder selber im Weg. Wie so oft in dieser Saison. Es ist nicht der Gegner, der uns häufig zu schaffen macht. Es sind wir selber. Fehlerprödel, nichts Fehlerprödel. Petersen. Gut gemacht von Dragovic. Unser Neuzugang vom OSC Lille. Julian Koch. Geis, links ist Platz für Bittencourt. Direkt weiter zu Della Fiore. Prödel behindert ihn. Ohne Foulspiel. Aber auch nicht gut gemacht von Della Fiore, muss man sagen. Elia. Nils Petersen. Vorbei an Nsankala. Aber er setzt nach, gewinnt den Zweikampf. Ein sehr zweikampfintensives Fußballspiel bislang. Della Fiore schickt wieder Lacazette gegen Lukimia. Lacazette, nächste Chance für unseren besten Torjäger. Aber Rensing im kurzen Eck. Und da zieht er und zerrt er. Aber Lacazette setzt sich gut durch. Und immerhin eine Ecke. Und da haben wir doch einen Spezialisten. Nsankala.
Kommt nicht schlecht, das ist Dragovic. Der beim Bundesliga-Debüt ja auch getroffen hat per Kopf. Gegen Eintracht Braunschweig. Und hier fehlt nicht viel. Der Ball geht knapp übers Tor. Knapp am zweiten Saisontor vorbei. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Lokemia. Alles andere als sicher da hinten drin. Unsicherheitsfaktor. Der Kongolese. Hannover geht drauf. Oh, Bittencourt kommt nicht dran. Schade. Selassie hat jetzt Platz. Schickt Nakbe. Verliert den Ball an Nsankala. Gefällt mir sehr gut heute der Franzose. Baumanns langer Ball auf Johannes Geis. Oh, der ist ein Tick zu lang, oder? Lacazette hat ihn noch. Sehr gut. Der schickt weiter Johannes Geis. Und was macht er? Ich wollte zurücklegen. Oh, Riesenchance. Wieder vertan. Aber Chance lebt vielleicht noch. Nikolai Müller. Wieder Lukimir dazwischen. Nochmal Nsankala. Kann sich nicht durchsetzen gegen Fernando Gago, den argentinischen ehemaligen Nationalakteur. So geht es mit einem torlosen Remis in die Pause. 0:0. Wir hatten zwei richtig gute Chancen, hätten mindestens eine verwerten müssen. So stehen wir uns mal wieder selber im Weg, wie gesagt. Oh hier, das war die erste Riesenchance, Lacazette. Und das war die zweite, noch größere Chance, knapp neben den Pfosten gesetzt. Oh Leute, Leute. Leverkusen, Dortmund 0:1, Bayern für den Gladbach 1:0. Nicht gut für uns, Hertha ist im Front gegen Frankfurt. Was wiederum gut ist, dass Stuttgart gegen Nürnberg 0:1 hinten ist. Auch das könnte wieder ein Spieltag für uns werden, aber dazu müssen wir unbedingt siegen. Bremen noch ohne jeden Torschuss. Also heute haben wir eine echt gute Chance, da ranzukommen. Kämpfen und siegen ist die Devise. Los geht's. Zweite Hälfte, Bremen, immer noch in Grün und Weiß, stößt an. Im zweiten Durchgang von links nach rechts. Fernando Gago, der ehemalige Superstar von Real Madrid, galt mal als das Talent schlechthin im Zentralmittelfeld. Konnte sich aber so richtig bei Real Madrid auch nie durchsetzen. Nils Petersen verliert den Ball in Nsankala aber nicht aufmerksam genug. Petersen kriegt da auch noch den Freistoß zugesprochen. Aber zum Glück pfeift er ihn nicht. Und der Ball Richtung Lukas Schmitz geht ins Seitenaus. Wir müssen etwas aus unserer Überlegenheit machen. Johannes Geis. Nikolai Müller. Viel Platz links auf Bittencourt. Della Fiore bedrängt. Setzt sich super durch. Aber Lacazette kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Della Fiore setzt nach. Macht das alles fair. Aber Bremen bleibt am Ball, Nils Petersen. Gut gemacht von Dragovic. Mit der Hacke und dann wieder Freistoß entschieden. Das ist wieder Heimo Wasserschneider heute. Der Schiedsrichter. Nakbe, das war schwacher Freistoß. Baumann, langer Ball. Aber kein Problem für Nordwald dazwischen zu gehen. Elia. Raus auf Schmitz. Und das nächste Foul, diesmal von Nikolai Müller. Und ich glaube, das ist wirklich wieder Heimo Wasserschneider, der nicht unbedingt für uns gepfiffen hat in den letzten beiden Spielen. Aber das war ein deutlicher Freistoß. Elia bringt den Ball rein. Geist dazwischen. Della Fiore, Konterchance. Wenn schnell geht. Julian Koch auf Della Fiore. Den kriegt er schneller als seine Gegenspieler. Della Fiore! Und was ein Tor! Was ein Torschuss! Die 57. Minute. Und jetzt träumt Mainz wieder von europäischen Geschäften nach diesem Superkonter. Und was ein Abschluss. Gianluca Della Fiore. Hier zeigt er, warum er Stammspieler ist. Vor Milik und vor Mimidi bevorzugt wird. Der Jogginghosenmann. Längst eine Ikone hier in der Karnevalshochburg. Er passt auch irgendwie sehr gut hierhin, muss man sagen. Selassie. Geist dazwischen. Einwurf Bremen. Selassie zurück. Auf Philipp Bachfrede. Della Fiore, er arbeitet auch mit nach hinten. Super Aktion. Bittencourt. Wieder Konter. Geist. Die Bremer Hintermannschaft nicht die schnellste. Bittencourt könnte das ausnutzen. Leonardo Bittencourt.
Aber Prödel mit den Langbeinen noch dazwischen. Konter Bremen abgefangen von Nsankala. Und das Publikum ist oben auf. Nsankala. Della Fiore, kein Abseits. Lacazette führt aber noch am Torschuss. Gehindert. So wie er Konter für die Bremer. Über Pedersen. Über Lukas Schmitz. Zurück auf Elia, ihren besten Topscorer in der Bundesliga. Schändler zurück. Baumann, raus das Teil. Lacazette verlängert. Della Fiore. Lacazette. Müller läuft. Und Müller läuft. Und er läuft. Und er flankt. Auf Della Fiore, aber der kommt nicht zum Kopfball hoch. Ball ist noch im Spiel. Bittencourt. Della Fiore. Kein Foul. Warum auch? Geisfeld. Aber für uns wurde noch kein einziger Elfmeter in dieser Spielzeit gepfiffen. Abseits. Ein bisschen sehr spät gepfiffen. Aber meinetwegen. Bremen wird wechseln. Es kommt Mehmet Ekici für Nakbe, von dem sehr wenig zu sehen war. Della Fiore, Geis, Lacazette. Oh, und wieder der letzte Pass, der nicht zum Mitspieler kommt. Schade. Wir könnten auch vielleicht auswechseln. Die Bremer tun es bereits zum zweiten Mal. Und es wird der Kapitän gehen. Sebastian Prödel. Interessant, der Österreicher. Wird ersetzt durch Pavlovic. Sieht man auch selten, dass mitten im Spiel einfach mal die Innenverteidiger getauscht werden. Der Serbe mit der Afro-Frisur jetzt also neu dabei. Das ist Nsankala. Lacazette. Oh, der ist viel zu lang für Nikolai Müller. Ich denke, jetzt werden wir auch mal austauschen, nochmal frische Kräfte bringen. Und warum sollten wir die Chance nicht mal nutzen, einen Siebe Schriebers nach langer Zeit mal wieder in die Partie zu werfen. Außerdem möchte ich noch was tauschen. Vielleicht auch Della Fiore, den Torschützen. Wir werden die Doppelspitze austauschen. Memedi, der Dauerjoker. Ich glaube, er wird mittlerweile zum 18. oder 19. Mal eingewechselt. Absoluter Rekord hier bei mir. Admir Memedi, der Schweizer Nationalspieler. Und auch Siebe Schriebers nach langer, langer Zeit mal wieder auf dem Platz. Der junge Belgier, eines der größten Talente in FIFA. Schändler. Das ist Koch, das ist Müller. Das ist Siebe Schriebers, erster Ballkontakt. Johannes Geis. Nsankala. Leonardo Bittencourt. Memedi. Jetzt mal ganz locker ausspielen hier. Nsankala. Mit der Flanke, Rensing dazwischen mit den Fäusten. Aber jetzt Konter für Bremen. Lukas Schmitz. Langer Ball Richtung Harvard Nordweit. Gegen Dragovic. Macht das gut. Alexander Dragovic. Wenige Tage vor seinem 26. Geburtstag. In Real Life hat übrigens Dynamo Kiew, wo er momentan spielt, ebenfalls 9 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Genau wie wir hier in diesem FIFA Let's Play. Habe ich vorher nicht nachgeschaut, das war kompletter Zufall. Bittencourt hat Zeit, hat Raum. Und er schickt Fabrice Nsankala. Ah, er wollte nochmal zurückspielen, aber Selassie dazwischen. Michael Rensing, der neue Torwart im Bremer Tor. Während die Bremer nochmal tauschen, Finn Bogason. Ein echter Torjäger in der holländischen Ehrendivisie kommt für Nils Pedersen. Geist nochmal. Und es gibt Ecke. Pavlovic fälscht ab. Vielleicht eine Standardsituation. Fabrice Nsankala bringt die Ecke rein. Und das ist Dragovic. Und ein Bremer rettet auf der Linie. Nochmal die zweite Chance. Memedi. Auch er wird abgeblockt. Und es gibt nochmal Einwurf für die Mainzer. Von Bremen im zweiten Durchgang überhaupt nichts zu sehen. Und jetzt der schlechte Einwurf. Ich hätte nichts sagen sollen. Pavlovic. Bremen kommt nicht aus der eigenen Hälfte momentan raus. Vielleicht jetzt. Elia. Gut gemacht von Müller. Klärt zum Einwurf. Die letzten
Minuten. Wir müssen sie noch irgendwie überstehen. Die letzte Minute läuft bereits. Schrivas dazwischen. Koch. Memedi. Der Ball ist gut. Oh, aber wieder Pavlovic. Oder warst du Kimia? Der andere Innenverteidiger, der noch klärt. 5 Minuten Nachspielzeit. Keine Ahnung, wo Heino Wasserschneider die schon wieder herholt. Er scheint irgendwas gegen Mainz 05 zu haben. Lukim ja unter Druck gesetzt von Nikolai Müller. Der legt quer für Memedi. Und er macht ihn nicht. Die 1000-prozentige Nikolai Müller. Super Vorarbeit. Und dann schießt Memedi Rensing ins Gesicht. Kuriose Abwehraktion. Nochmal Ecke. Leonardo Bittencourt. Und da kommt Jonathan Tah. Der Hamburger Jung, der in der Vorsaison 5 Tore erzielt hat, in dieser noch ohne Torerfolg. Aber jetzt darf Heimo Wasserschneider endlich mal abpfeifen. Tah holt den Kopfball. Pavlovic, immer noch nicht Schluss hier in der Kofas Arena. Und es kommt nochmal El Giro, Elia und Tah und Baumann. Das wäre jetzt bitter gewesen, aber jetzt pfeift er endlich ab. Heimo Wasserschneider, 1:0 Erfolg. Durch den goldenen Treffer für Della Fiore. Der erzielt so ungemens wichtige Treffer für unser Team. Und jetzt lebt die Hoffnung, lebt der Traum Europa League. Della Fiore, ein hochverdienter 1:0 Erfolg für die Mainzer. Jetzt müssen wir noch in den nächsten Spielen diese Leistung bestätigen. Die großen Gegner Bayern, Schalke, Wolfsburg, gegen die haben wir schon alle gespielt. Also die machbaren Gegner, die kommen alle noch. Und vor allem die Gegner, die noch knapp hinter uns stehen, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart oder Hertha. Wenn wir diese Spiele gewinnen, können wir uns noch ein größeres Polster verschaffen. Heute bin ich erstmal hochzufrieden. Die Bremer ohne jeden Torschuss. Also ich denke, dieser Sieg war mal selten verdient. Hätten durchaus 3-4-0 gewinnen können. Aber am Ende zählen die 3 Punkte. Und meine Stimme ist absolut im Arsch. Fabrice in St. Kalla, Spiel des Tages. Hat mir auch sehr gut gefallen heute. Wie eigentlich die gesamte Elf. Julian Koch mit einer 8,0. Er war auch der, der das Tor vorbereitet hat von Della Fiore. Durchweg gute Noten. Sie beschrieb das auch wieder gut reingekommen. Gefiel mir. Auch wenn er nur 15 Minuten gespielt hat. Und Admir Memedi noch mit dieser Riesenchance da, kurz vor Abpfiff. Oder die Waldfee. Stell mir einer vor, Bremen hätte im Konter dann noch das 1:1 gemacht. Meine Herren, die Ergebnisse Leverkusen, Dortmund 1:1. Gladbach gegen Bayern ebenfalls 1:1. Hertha gewinnt 2:0 gegen Frankfurt. Stuttgart spielt ebenfalls nur unentschieden 1:1 gegen den Club aus Nürnberg. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf die Tabelle, aber vorher bekommen wir erstmal eine Nachricht von unserem Spieler Kevin Gastion. Können wir über mein Gehalt sprechen? Hey Trainer, ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert und würde gerne über mein Gehalt sprechen. Okay, unser Riesentalent, der 19-jährige Kevin Gastion, will mehr Kohle sehen. Ich denke, da können wir auch gerne machen, aber vorher lesen wir nochmal kurz die News durch. Sorgen um Patrick Herrmann. Er wird 7 Tage ausfallen. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Herrmann übrigens der Spieler, der im Real Life einen neuen Rekord aufgestellt hat. Er ist der Spieler, der während einer Bundesliga-Saison am häufigsten ausgewechselt wurde. Auch ein netter Rekord. Hertha Sorge um Atanasiadis, der ebenfalls 7 Tage ausfällt. Oh mein Gott. Das ist ja sehr, sehr bitter, diese Kirsche. Gucken wir auf die Tabelle. Ich glaube, der 26. Spieltag ist noch nicht ganz komplett. Ein paar Teams spielen noch, aber wir sehen, wir sind punktgleich jetzt mit den Bremern auf Tabellenposition 8 momentan. Stuttgart 3 Punkte hinter uns, Leverkusen 4, Nürnberg auf einmal auch so weit oben. Okay, ich dachte Hertha wäre noch so relativ nah hinter uns, aber die sind auch schon ein bisschen weiter weg. Gott sei Dank. Abstiegszone fängt eigentlich spätestens bei Hoffenheim dann an. Hannover, Braunschweig noch über den Strich, Frankfurt in der Relegation. Freiburg und Köln auf den Abstiegsplätzen. Für den SC Freiburg würde mir das sehr leid tun. Und Köln ist halt so die typische Fahrstuhlmannschaft. Da interessiert es fast keinen, was mit denen passiert. Wolfsburg erstmal wieder vorübergehend Tabellenführer. Schalke spielt allerdings gleich noch und kann wieder vorbeiziehen. Bayern 2 Pünktchen dahinter.
Und dann schon ein kleines Polster zu Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. HSV belegt momentan den 6. Tabellenplatz. 12 Punkte liegen diese vor uns. Also das werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr erreichen. Selbst wenn wir noch die kompletten letzten Spielen alle gewinnen sollten, was sehr unwahrscheinlich ist, ist die Chance sehr gering, dass wir noch an den HSV irgendwie rankommen könnten. Aber okay, das soll heute erstmal nicht das Thema sein. Ich bin hochzufrieden mit der Leistung. 1:0 Erfolg gegen Bremen, mal wieder zu 0 gespielt. War ganz wichtig nach dem letzten schwachen Auftritt in Hannover. Und wir können uns mal ganz kurz den Kalender anschauen. Wir haben erstmal wieder eine Woche Pause. Ah ne, ist ein Sonntagsspiel. Gegen den Club aus Nürnberg spielen wir als nächstes. Und dann geht es in den Monat April schon weiter. Mit den nächsten 6-Punkte-Spiel gegen Stuttgart, dann gegen Hertha. 2 Heimspiele hintereinander. Sehr schön. Das nächste Spiel ist auswärts, okay. Dann geht es nach Hoffenheim. Zu Hause gegen Frankfurt, nach Freiburg. Das sind alles Teams, die hinter uns stehen. Und die letzten beiden Spiele, das sind nochmal 2 richtige Kracher. Zu Hause gegen HSV, unser letztes Heimspiel. Und zum Abschluss der Saison am 13. Mai geht es nach Dortmund ins Westfalenstadion. Beziehungsweise in den Signal Iduna Park. Okay, wir wollten nochmal eben schnell bei den Verträgen schauen. Ich vergesse immer die Hälfte, während ich hier labere. Ja, Karius hat ja das Angebot erstmal abgelehnt. Müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber ich suche gerade... Ah, da ist er. Kevin Gastion. Verdient momentan nur 2000. Das ist ja wirklich gar nichts. So, das nenne ich aber mal eine ordentliche Gehaltserhöhung von 2000 auf 15.000. Aber wisst ihr was? Wir haben das Budget ja noch übrig. Und er möchte dafür aber gleich auch um 2 Jahre verlängern. Das finde ich gut. Dann hat er nämlich noch glatte 4,5 Jahre Vertrag. Das können wir gerne machen, lieber Kevin. Oder Kevin. Ich weiß gar nicht, wie man das in Französischen ausspricht. Kevin Gastion. Ich habe keinen Plan. Ja, die Leinung. Eine Mischung aus Leitung und Laune. Die Leinung. Nein, die Laune. Ihr merkt, sie geht wieder nach oben. Nach so einem schönen und wichtigen Erfolg. Gegen den SV Werder Bremen auch noch dazu. Ich glaube, die meisten wissen ja von euch, ich bin HSV-Fan und da tut ein Sieg gleich doppelt und dreifach gut. Wir werden mal wieder unterbrochen. Gastion hat abgelehnt. Er möchte eine wichtigere Rolle im Verein spielen. Okay, er ist selbstbewusst. Das muss ich ihn ja mal lassen. Okay, er will also Stammspieler sein. Aber rechts hinten haben wir ja einen Timothy Schändler, der jetzt nicht unbedingt bei mir den allerhöchsten Stellenwert besitzt, aber auf jeden Fall momentan noch deutlich vorzuziehen ist. Aber pro Schändler, wir spielen gegen seinen Ex-Verein. Was machen wir denn? Das Hinspiel haben wir, glaube ich, haben wir es verloren? Wobei, ne, verloren haben wir es nicht, weil wir zu Hause gespielt haben. Gegen den Klubber, die Klubberer. Was machen wir denn da? Thomas Speck hat bereits 11 Saisontore. Vielleicht sollten wir uns mal wieder einen Spieler rauspicken. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, Lacazette motiviert, oder? Hat leider nicht ganz so viel gebracht, wie man gesehen hat gerade eben. Julian Koch gut in Form. Ich glaube, wir sollten Oliver Baumann mal loben. Der hat konstant gute Leistung und ist immer konstant gut in Form. Da können wir eigentlich nichts falsch machen, wenn wir den Torwart mal ein bisschen loben. Ich erinnere nur an den gehaltenen Elfmeter gegen Borussia Mönchengladbach, wo er uns so den 1-0-Sieg festgehalten hat vor wenigen Spieltagen. So, Gastion gehen wir nochmal hin. Aber wichtiger Stammspieler möchte ich ihn eigentlich noch nicht anbieten. Ich meine, ich würde ihn jetzt gerne auch bald häufiger einsetzen. Ich weiß ja nicht. Oder können wir ihnen ein bisschen mehr Gehalt bieten? Und eine nicht ganz so wichtige Mannschaftsrolle? Nimmt er das dann auch an? Wenn wir jetzt sagen, Rotationsspieler bleibst du, aber bekommst dafür 17.000? Ah, ich glaube, das klappt nicht, oder? Ich möchte ja keine falschen Versprechungen machen. Aber gut, ich hatte sowieso vor, wie gesagt, Kevin Gastion in Zukunft ein bisschen häufiger zu bringen. Jetzt vielleicht nicht in den ganz wichtigen Spielen. Wobei, die nächsten Spiele sind eigentlich alle wichtig für uns. Aber er wird auf jeden Fall zwischendurch mal häufiger eingesetzt. So viel steht fest. Und guckt euch das mal an. Alle in Form hoch.
Bis auf einen, den Rechtsverteidiger Timothy Chandler. Will das Spiel uns damit etwas sagen? Ich weiß es ja nicht. Lobeshymnen auf Starspieler Baumann seitens Thorsten Lieberknecht stand er gerade. Top-Leistungen von Insan Gala. Er geht seit der Rückrunde auch wieder ein bisschen steiler. Seine Form zeigt deutlich nach oben. Hinrunde so ein bisschen enttäuscht, nachdem er Anfang der Saison ja noch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Wo wir auch unnötig ein paar Punkte, ja nicht hergeschenkt haben, aber unnötig verloren haben, möchte ich mal so formulieren. Vertragsverlängerung, jetzt hat er es angenommen? Jawohl, es sieht so aus. Gastjong hat jetzt noch sehr lange Vertrag bei uns, der 19-Jährige. Und eine Nationaltrainer-Offerte aus Portugal. Ich möchte nicht Trainer von Cristiano Ronaldo werden. Nein, nein, nein. Oder andererseits, Portugals Nationaltrainer werden und dann Cristiano Ronaldo aussortieren. Muhahaha. Oh, die anderen Mannschaften haben ja schon gespielt. Wir spielen heute auf einen, oder beim nächsten Mal auf einen Bundesliga-Sonntag. Haaland empfängt seine ehemaligen Mitstreiter. Hoffmann fällt 5 Wochen aus. Gladbach besiegt den 1. FC Köln mit 2:0. Bremen schafft nur ein 1:1 gegen Leverkusen. Sehr gut, dass die Konkurrenz sich gegenseitig die Punkte wegnimmt. Wir gucken nochmal kurz auf die Tabelle. Das heißt ja im Klartext, wir können bei einem Sieg Werder Bremen überholen. 36 Punkte haben die Bremer. Leverkusen immer noch 3 Punkte hinter uns, genau wie der VfB Stuttgart, die ebenfalls verloren haben. Aber wir dürfen nicht verlieren. Nürnberg ist, wie ihr seht, sonst auch ganz dicht an uns dran. Aber unsere Statistik ist jetzt wieder recht ausgeglichen. 10 Siege, 11 Niederlagen, ein bisschen zu viel. Leverkusen 14 Mal unentschieden gespielt. Wow. Krass, krass. Aber beim nächsten Mal zählt für uns natürlich nur ein Sieg. Wir gucken nochmal kurz auf die Top-Torjäger. Mkhitaryan und Draxler. Zwei Mittelfeldakteure, die besten Torjäger. Gefolgt von Adam Schalloy mit 13 Toren. Wayne Rooney ist anscheinend immer noch verletzt. Thomas Pekka hat bereits 11 Tore, gegen ihn spielen wir ja gleich. Kevin Volland auch 11 Tore. Den hatten wir ja auch schon im Fokus gehabt. Aber momentan haben wir halt kein Geld. Wie ihr am Gehaltsbudget gesehen habt. Oder am Hans im Baba. Sprachgenie Killer. Satzbau. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau wie ihr anhand des Budgets, des allgemeinen Budgets sehen könnt, können wir uns keine Spieler mehr leisten. So, das wollte ich im Klartext sagen. Und danach wollte ich diesen Part beenden. Diesen Part von Let's Play FIFA 14. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Zum Spieltag 27, wo wir den Tabellenplatz 7, unser ersehntes Ziel, erreichen könnten. Allerdings nur mit einem Dreier beim nächsten Mal, beim 1. FC Nürnberg. Bis dahin, macht's gut, schaltet wieder ein und ciao, ciao, euer Killer.